mit diesem schönen Intro willkommen zu Minecraft Folge 100, Season 2, Folge 100 um genau zu sein. Denn, was viele vielleicht ja an dem Namen sehen, aber die damals nicht gesehen haben, Season 1 gab es natürlich auch mal. Und ja, viele haben es vielleicht auch nicht gesehen und die schon gesehen haben, sehen sie jetzt zum ersten Mal mit Shader Mod, die Map aus Season 1. Ja, hier sehen wir sie von relativ weit oben, da unsere Türme, da hinten Markus Palast, da ist mein Haus, da der Hafen, Gewächshaus und so weiter. Die gucken wir uns jetzt mal kurz an und zwar einmal mit der schönen Rundfahrt. Springen wir hier mal runter. So, denn hier haben wir die schöne Kartbahn aufgebaut. Steigen wir mal ein. So, und los geht die Rundfahrt. Ja, ihr könnt ein bisschen erzählen dabei. Gleich ist natürlich eine ganz normale Folge Season 2 und ich wollte das mal so als kleines Intro nutzen, weil das echt cool aussieht, diese Map. Und ich mich wieder selber mal wieder an diese Map erinnern wollte. Da oben war noch Torus Tempel, wer ich noch erinnert. Das Gewächshaus. Hier der kleine Bahnhof, wenn die fertig geworden ist. Und hier natürlich das, ja, muss ich leider sagen, wo ich nicht gebaut habe, schönste Haus der Map. Wo noch ein Edelblock hängt. Ja, Markus US-Villa, oder wie er genannt. Sah echt genial aus. Ja, hier, jetzt fahren wir durch Markus Schöngarten. Ja, mit den Brücken hier, den ganzen Gras. Und das hier alles ja künstlich aufgeschüttet hier. Die ganze Erde. Auch hier alles. Da war ja eigentlich Schluss. Ja, jetzt fahren wir zu den beiden Türmen. Der zweite ist auch nie fertig geworden nach der Eskalation in den letzten paar Folgen. Könnt ihr euch alles mal angucken. So ab Folge 210 wurde es sehr interessant. Markus ausgerastet, ich ausgerastet, alle ausgerastet. Mega witzig. Das Lagerhaus von Tore. Hier mein Steinkoloss. Und ja. Mal so ein kleiner Rückblick in Season 1. Ich mache jetzt noch kurz Nacht für die zweite Runde. Time set 23 Stunden. So. Ja, seht ihr nochmal ein Stück bei Nacht. Mein Handy soll mal die Fresse halten. So. Gemutet. Ja, im Shader war natürlich echt schön bei Nacht. Obwohl, wir können eigentlich noch ein bisschen tiefere Nacht machen. Machen wir so. Lol. 21.000. So, genau. Ja, wie natürlich, Markus Haus läuft natürlich sehr geil. Hier die Türme natürlich auch sehr leuchtsam. Fahren wir hier mal wieder hoch. Kann man echt mal gut rumfahren. Man kann alles mal sehen. Das ist echt eine ganz coole Idee, die wir gemacht haben, welche Markus. Markus hat das Material gestellt und ich habe gebaut. Also im Shader Mod sieht echt schön aus. Ich finde, da kann man sich jeder nochmal angucken. Das sieht auf jeden Fall direkt schöner aus. Ja, ich denke, jetzt mit dem kompletten Shader Mod drehen wir jetzt noch eine Runde und dann reicht das auch. Und dann seht ihr gleich nochmal ganz normale Minecraft-Action von Season 2. Ich weiß nicht, wie lang die Folge jetzt wird. Bisschen länger als normal auf jeden Fall. Gleich. Und dann wird euch gleich viel Spaß, denn es wird dann wieder Niveau-Unterhaltung geben. Alex hält ein bisschen Mund, aber daran liegt es nicht. Und Markus, wenn mal ein paar niveauvolle Themen ansprechen. Und ja, freut euch drauf. Jetzt haben wir hier nochmal rum. Und mit diesem Blick auf die beiden Türme nochmal. Man könnte sagen, wenn die fertig geworden, die Twin Towers. Bis dahin, bis gleich, viel Spaß bei Minecraft mit Folge 100. Die aber eigentlich nicht geplant, wir haben einfach mitten in der Aufnahme-Season jetzt. Viel Spaß! Weiter mit Minecraft. Ja, ich kann wieder aufstehen. Hammergeil. Ah, so. Stöckchen, wo sind sie? Ah, da. Da haben wir die Lava gefunden. Und nächster Gang. Zwei Spitzhacken, drei Eisenspitzhacken. Oh, neue Nachricht. Eine Eisenschaufel. Oh, jetzt habe ich die Schaufel vergessen. Noch eine Eisenspitzhacke, ja. Feuer. So. Ja, und wieder zurück. Habe ich eine Schaufel zufällig drin? Nehm mal ein Schwert.
auch nicht. Oh ne. Oh Mann, ich hoffe, ich craften. Hier wenigstens Eisen drin. Ja, habe ich. Dumm, die dumm, 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 dumm. Sticky, 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 dumm, sticky. Kohle, 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 Kohle. Falsch Redstone, ne? Sagt was oder ich ziehe das Niveau wieder runter. Dann sag doch mal was Sinnvolles. Wir müssen wir was Sinnvolles sagen. Sollen wir jetzt politische Themen anfangen? Ach komm, ja. Who cares? Ist eh schon zu spät. Ja? Ja, mach mal. Vielleicht der von Putin, irgendwie... der jetzt sich kaputt gelacht hat über die die Sanktionen gegen die gegen die von nee, gegen die die wichtigen Leute, das heißt die Ausgangssperren erhalten in europäische Länder. Hat sich drüber kaputt gelacht, der Putin, ey. Ja. Hat sich über Deutschland kaputt gelacht und hat gemeint, dass ich weiß nicht, Angela Merkel sich irgendwie darauf besinnen sollte, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall hat er das nicht ernst genommen und feiert weiterhin jetzt seinen ziemlich gefälschten Wahl. Sieg dort, der hat ja gewählt oder hat ja wählen lassen für Volksentscheid, ob die Krim halt zu Russland fallen soll. Und das ist ja durch irgendwie durch Wahlfälschung, da wurden ja Zettel schon abgegeben, die schon vorher ausgefüllt wurden. Und ja, ich glaube auch, sonst hätte es gewonnen, weil Krim halt größtenteils die russischen Einwohner hat. Na, ich weiß nicht, aber trotzdem sollte man irgendwie sowas nicht machen. Der macht das ja einfach und keiner hält ihn ja auf, finde ich auch irgendwie nicht toll. Dass irgendwie keiner einschreitet, weiß jeder. Ist aber auch schwer natürlich, ne? Weil na, alle keiner sind will so, irgendwie alle Krieg wollen anfangen mit Russland. Auch wenn keiner irgendwie jetzt mal. Nee, keiner will sich mit Russland verscherzen. Russland hat ja Unmengen an Rohstoffvorkommen. Ja. Sagen wir mal, jetzt ein Land geht da jetzt vor und kein anderes Land zieht mit und dann ist die Krim-Krise wieder vergessen. Und dann hat man sich aber mit Russland verscherzt, ne? Ja. Und dann man kriegen alle. Mehr geliefert. Ja, kriegt man nichts mehr geliefert. Es will ja, auch kein Land irgendwie aber. Und mit Sanktionen will auch keiner so richtig anfangen, sagen wir so, ne? Nö, ist ja immer böse. Ja, ist so aus der G8. Doch, Russland ist ja schon aus der G8 geflogen. Ja, stimmt. Aber so richtig, jetzt sag ich mal, auch die Russen auch irgendwie jetzt militärisch einbeschreibt der Krim, das will ja auch kein Land jetzt irgendwie, weil keiner natürlich mit ja, dem. Ja, das Einzige, was weil die Russen auch militärisch. Antreten, ist, weil die Russen, USA, ja. Aber die sind ja nicht in Europa. Sie sind ja jetzt nicht direkt betroffen. Nein, nicht mal, weil die Russen ja auch militärisch jetzt stark sind, ne? Ja, die sind ja eh die größten Waffenexporteure. Aber ich meine trotzdem, finde ich das nicht okay. Und auch wie die da einmarschiert sind in die Krim, finde ich auch absolut verwerflich, ohne Scheiß. Hast du recht. Dass die da, Diamanten, dass sie da, Diamanten einfach mitnehmen, ne? Ja, ja nicht mit. Dass die einfach diese, Stützpunkte von denen, also diese, wie heißen die, diese Stationen, also die, ja, die, nee, die, die, wo die gearbeitet haben, die Soldaten, die Kasernen. Genau. Dass sie die Kasernen einfach gestürmt haben und die quasi verdrängt haben daraus, die Offiziere von Ukraine, obwohl die noch gar nicht wussten, was jetzt los ist. Und natürlich, da war dann die Frage von denen, sollen sie jetzt sich da kampflos ergeben, ne? Weil die hatten noch gar nicht irgendwie keine Anweisungen, was die jetzt machen sollten, wenn die Russen da jetzt kommen. Und da war halt ziemlich gut, dass sie da nicht jetzt angefangen haben zu schießen. Dass ja, sie muss nicht da sagen, ne? Muss man sagen, so richtig offiziell ist das ja irgendwie immer noch nicht, weil ja. die russische Regierung sagt ja hier, die Krim gehört es zu uns einmal und die Ukrainer, die haben das, also die ukrainische Regierung in Kiew hält das immer noch für ihren Anteil, sag ich mal. Ja. Deswegen also. Ja, also deswegen. Herrenlos, sagen wir mal so im Moment. Ja, und dann auch die, wie radikal die schon vorgegangen sind. Die haben direkt die ganzen Schilder abgeklopft von der Ukraine da. Russen haben sich direkt da alles genommen und die ganzen alle da rausgeschmissen. Die wussten nicht jetzt mit. Wollen die auch keine Anweisungen, ne? Jetzt stehen da zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwie so, die Russen übernehmen jetzt irgendwie ein Büro. Wissen die nicht, weil das jetzt mit dem Bildschirm, mit den PCs und so weiter. Die Virendatenbank wurde aktualisiert. Ja. Die wissen ja jetzt gar nicht, was die da machen sollen und das ist, finde ich, auch ein bisschen komisch, dass die da jetzt so zurückgelassen werden irgendwie. Das ist nur, das geht dem Putin irgendwie nur, ich weiß nicht, darum. Ja, das ist ja auch so ein bisschen... Problem ist, dass ja auch bei uns als Beispiel, jetzt, bei uns jetzt kommen irgendwie Russen und nehmen wir Schleswig-Holstein ein, so als Beispiel jetzt. Ja. Da hätten wir eine starke Regierung, sagen wir, gegen Vorräte, aber selbst die Ukraine hatte selbst nicht mal eine Regierung, weil die hatte irgendwie, guck mal, der Regierungschef der aktuell, ich weiß nicht, wie der heißt, jedenfalls, ja. Der weiß ja, der ist ja laut der Ukraine-Regierungschef, aber laut Putin ist es ja immer noch Janukowitsch, deswegen
Ja, dann nicht Ja, mal dem das ist ja Putin ist es auch geklärt. egal, der macht ja eh, was er will, Ja, also. klar, aber ich meine, nicht mal wer der richtige Regierungschef der Ukraine ist, ist ja geklärt irgendwie. Ja. Deswegen kann auch keiner richtig einschreiten. Die haben ja ihr Nee, eigenes finde ich Problem auch. erstmal. Die kommen ja nicht mal in Kiew selbst zurande. Ja gut, dann, man muss auch ein bisschen überlegen, ne, warum die Russen das machen. Das war ja vielleicht, ich weiß nicht, wie weit ihr da Ahnung habt jetzt, deswegen sage ich das mal kurz. Also früher gab es ja die Sowjetunion. Da DSSR. gehörten ja viele Länder zu, also ich meine die Ukraine, Rumänien und so weiter, die ganzen, die jetzt sich abgespalten haben, ne? Weißrussland und so weiter, Estland, Lettland, Litauen, die ganzen baltischen Die Staaten, ganze alle Ecke gehörten da, ja. dazu. So, und dann wurde das ja als die, oh, ich glaube UdSSR war das, ich weiß es gar nicht, als sie sich aufgelöst hat jedenfalls, war das für Russland wie, weiß ich nicht, wie ein Schlag ins Gesicht, ne? Die wollten natürlich das behalten, das war ja ihr Land und so weiter, und dass sie ihr Großmacht dann da jetzt, ne, der Ostblock sich jetzt quasi komplett aufgelöst hat und den es nicht mehr gibt, das war für die wie Demütigung, ne? Und jetzt ist natürlich jetzt die Chance, deswegen nimmt der Putin jetzt auch sich wieder die Krim an sich, weil der jetzt so ein bisschen wieder, der will das, ich weiß es nicht, ich sage jetzt nicht, der will jetzt wieder die UdSSR wieder erschaffen, die Sowjetunion, aber er will natürlich jetzt wieder ein bisschen so in die alten Züge ein bisschen zurückkehren. Und deswegen ist es auch noch ein bisschen geschichtlich vielleicht angehaucht. Und ich denke Ja. mal, der Putin kann ja auch theoretisch machen, was er will jetzt. Also wenn er jetzt als Beispiel, sagen wir mal, er sagt jetzt einfach, bei der Krim, ja, Ja. was könnte da jetzt noch Schlimmeres anstellen, am Beispiel? Wir können jetzt anstellen und sagen, die Menschen da vertreiben und die Ja, Krim, die Tataren da einfach alle vertreiben. ukrainisch Sprechenden müssen da jetzt einfach eine Woche weg, so als Beispiel, angeordnet Ja, jetzt so. alle, die er nicht mag, ja. Ja, was soll, also die Regierung in hier Kiew kann sowieso nichts machen. Die ist irgendwie nur da, aber die kommen ja selbst nicht Ja, nochmal in die ihre eigene Regierung zurück, fertig ja, dann. die wird, die haben ja eh selber Probleme und das nutzt Ja. er jetzt ja auch aus, dass die jetzt da vor der Regierungsfindung jetzt noch Die stehen, die wissen ja. sind sich gar nicht mehr selbst einig. So, Nee. jedenfalls, dann, ja, die anderen und kein anderes Land will sich mit Russland verscherzen. Also er kann doch theoretisch machen, was er will im Moment. In Theorie, ja, und vor allem, es macht, da greift ja auch keiner ein, der sieht das ja jetzt. Weil es ist ja immer so ein bisschen rantasten, ne? So wie kleine Kinder, ne? Die schlagen, die reizen ja auch ihre Eltern so lange, bis die gucken, bis die an ihre Grenzen gehen, ne? Wie viel geht da Damit noch? die raustasten, ja, klar, damit sie austasten, wie weit sie gehen können. Und der Putin macht das ja im Endeffekt ja auch ein bisschen so. Und der hat jetzt gemerkt, und Da geht dass was. das, dass die da nichts machen. Und das war ihm ja auch schon vorher klar, weil was willst du gegen Russland machen? Russland ist eine ganz andere Hausnummer als hier andere Staaten. So ein Wischiwaschi-Staat ist das Ja, siehst nicht. Das ist ja ja, fast eine, das ist ja fast keine in Demokratie, das ist Syrien ja. wird einfach gesagt von den USA, entweder wir machen Militärschlag oder also oder die Giftgasvorräte werden Das kriegen die auch vernichtet. nicht durch. Das kriegen die auch Ja, nicht durch. Ja, auch wegen Russland und China. aber schon sag ich mal in Syrien sofort, okay, Giftgas weg. So weißt du nach dem Motto, also die ganze EU Ja. Clowns jetzt da, die jetzt da entfernen sollen. Ja, Jedenfalls, aber vor also, allem, und dass sie da das ist auch nicht sofort geschafft dann, haben. Ja. aber da ist sofort dann hier, ja, machen wir weg. Aber Russland, da kannst du ja aber sagen, mach das oder nicht, da wird kein Ultimatum gestellt in Ja, da war Russland. ja dieser Eingreif, diese Eingreifen. Greift die Welt bei Syrien ein, war ja die Frage. Und dann haben die Mann. ja gesagt, Russland und China haben ihr Veto eingesetzt und zack. Egal, ne? Feierabend. Also das ist, ich sage ja nur, das ist so, es ist, ich glaube, wenn Deutschland das Veto eingelegt hätte, wären die trotzdem reingegangen, Jo, schätze ich mal. Also das who ist cares, denen, ne? ja, Ich würde sagen, also. wenn, also ich würde sagen, gegen Russland, China oder USA, gegen die drei will irgendwie keiner was unternehmen, sag ich mal. Ja, weil die einfach zu groß sind und zu mächtig. Aber siehst du ja, aber so kleinere Länder, die zwar auch jetzt, die, sag ich mal, einen dicken haben, sag ich mal, wie Nordkorea Ja. als Beispiel, da würde auch, denke ich mal, da, Nordkorea. ja, ich meine, da würden die Amerikaner auch eingreifen. Das Ja, ist halt nicht Nordkorea Russland, ne? greifen die nicht ein, weil Nordkorea spielt immer mit den Menschen. Also die haben ja Die richtig spielen mit, krankes, ja, Atombomben, das ist das Problem, ne? nee, die haben ein richtig krankes Ideologiesystem da aufgebaut. Also die Menschen, die wissen ja gar nicht, was Realität ist. Die denken ja, unser Führer da, die kriegen das ja von klein auf eingetrichtert, weil selbst die Eltern ja nichts wissen, wie das richtig ist. Ich liege im Die Bett, ne? denken, Könnt ihr euch das ins Bett Beste, legen, was ganz kurz, ihrem Markus? Volk, Könnt ihr euch ne? ins Bett legen? Nee, ist jetzt schlecht, ganz schlecht, Kevin. Ach, was ein Scheiß. Dann gehe ich zurück. Dem kann ich mich Ist okay. anschließen. Ist okay. War ein Ja, Spaß. und die haben ja von ganz klein auf, haben die ja, Die kennen das nur so, ganz einfach. Auch die, bei die denen ist kennen ja das alles nicht. zensiert. Die können ja auch auf Facebook irgendwas Ja, lesen, die, was gerade in den USA nee, gar abgeht. nicht. Das ist Dem nicht wird drin. eingetrichtert, das Beste, was dem Volk passieren kann, ist Kim Jong-un, oder was ist das? Glaube, Kim Jong-il Il, meint, Kim oder? Jong-un. Kim Jong-il, ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls Kim Jong, ne? Gesocks. Das ist das Beste, was es gibt. Und das anderes kann nicht gut sein. So. Und dann gibt es, sagen wir mal, eine Hungersnot im Land. Und dann sagt er, ja, es werden tausende Menschen sterben hier und so weiter. Gibt uns was zu essen. So, und dann kommt die Welt natürlich und muss denen natürlich was geben. Und so nutzen die ihre Bevölkerung immer als Druckmittel. So, und da die ja gar nicht das kennen,
das Ausland, ne? Und da so wenige Reporter, ich habe das ja auch mal irgendwas da mal gesehen drüber, dass da so ein Reporter mal da drin war. Auch Straflager in Nordkorea, das ist der absolute Megahammer, ne? Das ist wirklich Straflager. Also da wirst du dein Leben lang dort eingebucht. Sagen wir mal, die Mutter verbricht das. Die Mutter ist schwanger, ja? Da wäre die ganze Verbricht Familie bis irgendwas, zum dritten klaut Grad, irgendwie glaube ich, ne? Brot oder so, Bis dann zum kommst du dritten Grad, glaube ich, lebenslänglich ne, in den Maris? Knast. Bis, aber ich glaube, sogar Familie bis zum dritten Grad wird dann verfolgt, ne? So, Irgendwie so. ja, so Naja. jedenfalls. So, ich sag ja nur, nee, sagen wir mal so, da gab es so eine Geschichte. So, die Mutter klaut Brot, ja? So, ist schwanger. So, die kommt dafür lebenslänglich in den Knast, lebenslänglich, ja? So, dann wird das Kind im Knast, also in dem Straflager, das ist ja kein Knast, das ist Straflager, ne? Das ist Arbeiten bis zum, also wir verheizen unsere Gefangenen, weil wenn sie sterben, dann müssen wir die nicht noch füttern. Dann fällt sogar die Nahrungskosten weg, ne? Ist alles toll. Und da ja eh keiner das mitkriegt, können sie ja eh menschenrechtlich machen, da was sie wollen, weil ja eh kein Land da irgendwie eingreifen kann. So, dann kommt das da zur Welt, das Kind, so, und dann wird das auch lebenslänglich, ja? Wird das in diesem Lager bleiben. Und es hat keine Chance, da rauszukommen. Es wird, weil es Mittäter ist. So, und wenn du Pech hast, wird von der Frau der Mann auch noch. Der verliert auch seinen Job und alles. Und das ist so krass, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Da sind welche, die sind dann dieser eine, da war einer, ich glaube, der war 28 Jahre nur das Lager von innen gesehen. Der war nie einmal draußen, der hat nur, weißt du, die Mauern gesehen und hat den Himmel nur Also gesehen. Marus Weißt du, könnte sonst auch ist. Kommentare allein machen, Ja, ich ey. sag ja nur, richtig krank, er. Und dann ist der dann abgehauen und der hat gesagt, der hat gedacht, das wäre wie Paradies, als der in Nordkorea reinkam. Stell dir mal vor, was er denken würde, wenn der hier nach Deutschland käme, ne? Ohne Scheiß. Also das ist so Zustände, finde ich auch ein bisschen schlimm, dass die Welt sich da so, Mama, Hilfe, ich traue mich das nicht da, dass die da nicht mal aufräumen. Weißt Ja. du, Syrien genau dasselbe. Da weißt du, hast du auch nichts mehr von. Meinst du, das hört auf, das Morden da, das geht Na genauso klar. weiter, nur die interessiert gerade Nur nicht. auch Klimakrise was ist Lenz viel sagten, wichtiger im Moment, hä? ich habe ja so beim es läuft nur perfekt im Einpennen hier Günther Jauch von der Talkstelle, weißt du? Ja. So, da hatten die auch gesagt hier, der eine, ob das jetzt, also jetzt werden die wohl das Giftgas vernichten, das wäre doch nicht mal eingesetzt, ob die jetzt mit dem Giftgas am Tag 100 Leute killen, ob die 100 Leute mit einer AK umpusten, kommt das selber raus. N Ja. nur das Giftgas sich schlimmer anhört. Aber trotzdem Ja. kommt das selber raus. Aber gegen den Waffenimport nach in Richtung Syrien, da wird nichts gegen gemacht, da wird schon weiterhin versendet, sei mal. Aber Giftgas? Nee. Nee, Das nee, geht nee. nicht. Also das finde Weil ich auch ein deswegen. bisschen sehr, 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 sehr Da denkt man ein bisschen beschränkt, frevelhaft. muss man sagen. Da denkt man ein Ja, aber bisschen die sind ja beschränkt. eh nur selbstorientiert. Warum das ganze alles nehmen? Warum USA da jetzt nicht eingreift? Einzige Macht, die da eingreifen könnte, wären ja die USA. Ja, dann haben wir gar nicht die Mittel, dann müssen sie sich wieder zusammenschließen, es gäbe wieder ein Chaos. Die einzige Macht, die da wieder eingreifen könnte, das wäre die USA. Und wenn die da eingreifen, dann haben die ja irgendwelche Interessen. Die gehen ja nicht so rein. Die sind auch in den Iran und nach Afghanistan, sind die nur gegangen wegen dem Öl. So, jetzt haben sie bei sich zu Hause ja diese Fracking-Methode am Ausbauen. Das heißt, sie pumpen Chemie in die Erde und lösen damit in ganz hohen Tiefen mit ganz viel Druck und extrem hohen Chemikalien, ist extrem Na, ich weiß, umweltschädlich, was du aber ist meinst. denen ja egal, lösen die ja diese Gase raus und die saugen sie dann ab und somit gewinnen sie dann Öl. So, und das ist so viel, dass die damit der größte Ölexporteur der Welt werden können. So viel haben die. So, und deswegen ist denen das jetzt im Moment scheißegal, ob die jetzt da sich die Felder in Afghanistan sichern und so weiter. Deswegen ziehen die jetzt auch ihre Soldaten ab. Das sind ganz einfache Gründe, Aber ne? da sehe ich schon, wie viel von den Amis sein. Kaum haben die Amis das bekannt gegeben und die Deutschen, oh, wir wurden auch gerade abziehen. Ja, Die wollen jetzt auch also nochmal das weg. hängt Nicht alles meine nur, also zusammen. guck Das mal, ist kaum das. gehen die Deutschen auch. Also, das ist so. Ja, die Deutschen sind da auch nur, um amerikanische Interessen zu widern. Ja, Die klar. sagen ja immer, das ist ja, die sind ja da, die Amerikaner, das sagen die ja selber, um die Interessen Amerikas in aller Welt zu vertreten. Ne? Also das ist ohne Scheiß, das seien die auch öffentlich. Das ist denen ja Ist auch so. scheißegal. So, und also, wenn denen eine Regierung nicht passt, dann erfinden sie, dann konstruieren sie irgendeine Lügengeschichte darum, warum die weg muss. Der ist Terrorist, der hat Atomwaffen, der könnte gefährlich werden, Mama, dann manipulieren sie noch die Medien, dass wir das alle auch noch Ja, ich muss glauben. sagen, das ist ein bisschen weit hergeholt. Also das hier, Nordkorea als Beispiel, Atomwaffen, ist ja hinreichend Was ist weit bekannt. hergeholt? Bist eigentlich bescheuert? Dass alles Iran hat keine manipuliert ist? Atomwaffen. Ja, Digga. Iran weiß man, das weiß ja keiner so genau, ne? Ja, Iran, so, Ne. was kann ich mal erzählen? Ich habe ja dieses geile Dingsbuch Ach, hier. das Ich habe noch epische ein Buch. zweites, nein, ich habe noch ein anderes Buch. Das Oh. nennt sich. Ich guck mal An dieser gerade. Stelle grüße ich mal Dominik 910. Tja, Alex.
Tut mir leid. So, jetzt müssen wir ein bisschen Kontrastprogramm hier bringen. Wie hieß denn das Buch? Jetzt, wo habe ich das denn stehen? Alex, wir müssen das Niveau von den ersten Folgen wieder Ja, ein heben. bisschen wieder hochpushen. Ja, Ja. Entschuldigung, der schreit mich hier gerade so an, ich soll ihn mal grüßen, So, ja, ich habe es jetzt nicht hier, aber jedenfalls Weiter? geht das um hier Iran und so weiter, der falsche Krieg oder so. Jedenfalls, ja, wo war ich gerade dran? Öl, nee. Ja, doch, Öl warst Nee. du. Öl und Alex hat mich rausgebracht. Regierung, Ja, genau, Atomwaffen. Iran. So, Iran, warum? Erstmal hatte Iran ja wieder Ölvorkommen, was die USA ja auch damals noch haben wollte. Das ist von 2011 oder so. Das ist ja ganz neu, diese Fracking-Methode. So, und das ist ja jetzt nicht mehr der Fall, aber die wollen halt die Regierung dort stürzen, weil die Regierung hat denen nicht gepasst. Und weil die Regierung war nicht USA-freundlich, sagen wir mal. Die haben, USA ist hingegangen. Ist auch richtig geil eigentlich. Haben da einfach mal so mit Hilfe von ihren Putschs oder weiter, die haben ja unbegrenzte Machtmöglichkeiten, da haben die einfach den Präsidenten, der da jedenfalls vorherrschte, gestürzt. So. Dann musste so ein Land, weißt du, was passiert, wenn so ein Land eine neue Regierung wählen muss, ne? Da kann Chaos. ja nichts werden. Und dann haben die dann natürlich sind dann Terroristen dran gekommen, ne? So, als die nächsten Regierungschefs. So, das war die USA natürlich super toll. Die haben natürlich überhaupt nicht mit den USA zusammengearbeitet. So, und die haben dann da so einen Terrorscheiß dann da aufgebaut. So, und jetzt müssen die ja komplett weg. Weil da konnte man jetzt nichts mehr mit ihren Mitteln machen. Jetzt haben die sich da verkeilt und so. Gar nicht USA-technisch, also richtiger Flop. Jetzt müssen wir da irgendwas ändern. Also sind sie dann gesagt, gut, dann müssen wir jetzt irgendwas erfinden, wieso wir da jetzt reingehen in das Land und dann uns da jetzt gewalttechnisch dann da die Regierung dann stürzen, ne? Weil die ja von selber nicht mehr abtritt. Weil die sich ja nicht mehr bestechen lässt. So. Und dann ist das Geilste, oh, das fand ich so episch. Da haben sie immer Bilder im Fernsehen gezeigt von so hier Atomen, weiß ich nicht, Urantransporten oder so, hammergeil. Da hat die USA ihre eigenen Tanklaster dahingestellt, hat sie mit Plan abgedeckt. Also hat der Plan geklaut, hat sie mit Planen abgedeckt und hat dann das per Luftbild abfotografiert und hat dann der Welt dann quasi erzählt, dass das die Uranentransporte sind. So, und natürlich die Medien alle, ja, Mama, USA, ihr sagt, was ihr sagt, ist sicher richtig. Ne? Wir forschen gar nicht nach, wir sagen es einfach, das sind jetzt Iran böse, böse, ne? Ja. Und somit machen die USA eigentlich, was sie wollen in der Welt und keiner hält sie auf. Was ist denn, Alter? Und doch mal sagen hier. Ja, mal So, sagen, bei cool, Markus, Alex, jetzt kannst du ja. Markus, ich glaube, also das war eine Folge mit Markus. Wir waren gar nicht da, wir waren Zuhörer. Ja, ich sehe ein bisschen Nein. Bildung hier, ein bisschen. Na, Wie jedenfalls. läuft Macht in der Welt, Machtverteilung in der Welt? Ist manchmal Markus, ungerecht, aber. Markus ist auch ein kleiner Verschwörungstheoretiker, ne? Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Fakt, Kevin, ich kann dir Na, das gut zeigen. ein bisschen schon, Markus, ne? Nein, das ist keine Verschwörung, ohne Kannst du es Scheiß. belegen, Markus? Ja, kann man belegen. Guck dir mal die Bilder genau an, zoom mal rein. Ich habe die Bilder nie gesehen, keine Ahnung. Ja, kann ich mal googeln. Na, jedenfalls, ja, bei Markus ist Ja. auch der Bachelor-Effekt. Diamanten, meine Freunde. Na, Markus? Was ist? Bei dir ist auch der Bachelor-Effekt. Ja, alles Aber das gefaked. ist jetzt ein ganz langes Thema. Assi TV, meine Freunde. Oh, Thema manchmal. da machen wir Da gerne kommt Plätze. Da Commentary kommen wir ein hinzu, so, Commentary zu. reicht. Oh ja, und das wird schön ausschweifen Können wir und uns mal schön richtig aggressiv austoben, von ey. mir, mit Ne, Verdummung von der mir, ich Jugend werde und dich so weiter. richtig kaputt machen, ey. Keine Ja, Chance. Kevin, ich würde mich sie fertig so gegen die Wand Ich klatschen, werde ey. dich richtig klatschen, ey. Es ist keine Sonne mehr, Ja, okay, das wird ein Battle zwischen uns, ich sag's ja. dir. Ja, Jetzt nehme ich Kevin ich jetzt bin in ja die nicht so der Asi-TV-Verfechter. Assi-TV-Vertreter. Nein, das nicht. Aber Oh ja. wenn man sagt, dass alles, also dass alles fake ist, Freunde, darum das geht ist es ja eigentlich ein hauptsächlich. Bild für die WhatsApp-Gruppe, vielleicht hier. Asi-TV selber finden, das renne ich ja blöd wie rum. Asi-TV selber ist ja auch behindert, aber ich meine jetzt. Wo ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Jedenfalls, Also TV? ja. Ja, Kevin? Ja. Ja, Kevin hat keine Ahnung, was er sagen will. Jetzt betteln wir uns schon wieder. Nee, das müssen wir uns das Commentary aussparen, Kevin. Jetzt Na, nicht jedenfalls, hier. ich meine, es geht ja nicht darum, ob Asi-TV gut ist, weil das geht mir auch auf den Sack, wenn ich mal RTL nachmittags anmache, dann ist natürlich ProSieben am Start. Oder RTL 2, aber die neuen Pokémon können ja auch nichts mehr, also. Na. One Piece gucke ich sowieso nicht und. Also, was guckst du denn so? Ja, ich muss gerade WhatsApp-Nachrichten hören. Was? Guten Morgen. Also Nachrichten, Bin warte, ich bin wach zu Hause. wach, bin wach. Oh Ach, bei mir Scheiße, ich habe natürlich. verschlafen. Schule. Ist schon Montag? Nee, also. Ja. Mama, ich muss. Erzähl ich halt nichts, auch gut. Ich muss ja nichts erzählen, kein Problem. Dann nimmt der Kevin wieder das Folgenanfang, ich weiß das schon wieder. Mama, ich muss. Ja, okay.
Ja, der Markus. So, Alex, du darfst sprechen. Warum? Ihr wollt mich doch gar nicht hören. Ne, Markus hat nur wieder zwischengetalkt. Ja, du doch auch. Getalkt. Gekalkt. Getalkt, ja. Mit ganz viel Talg. Ne, Na, kalkt. Alex? Gamer-Talg. Kevin, wieso gehst du dann jetzt nicht auf die Gamescom? Das ist zum Ranzig, ey. Müssen wir es jetzt ausdiskutieren? Nein. Ja? Weil es um private Themen geht, Markus. Ach Sonst so, finden wir nicht private auf jetzt. Themen, ja. Aber trotzdem, Kevin, Leute, dieses Jahr, Alter, oh, göttlich, Gamescom, volle in den Sommerferien. Ich habe ja so spät Sommerferien, das gibt's ja gar nicht, ne? Ich habe ja so langes zweites 12.2 hier. Und das geht ja bis in den, also ich habe erst im Juli, ich glaube Ende oder Anfang Juli oder Mitte Juli, keine Ahnung, weil ich Sommerferien habe. Auf jeden Fall richtig spät erst. Und das heißt, ich habe eine ganze Woche Gamescom, meine Freunde. Ich will Können wir auch ganz viel Sommerferien bekommen, können wir sogar haben. Mittwoch schon rein, Pressedings, dies, Ich will das. auch Sommerferien Und haben. dann hole ich mir eine schöne Wildcard und dann wird einmal jede Woche einmal dahin getingelt oder wird jedes Spiel geholt. Und wir haben auch uns hier als Familie eine neue Kompaktkamera geholt, die Canon 260X PowerShot, könnt ihr auch mal gerne googeln, wenn ihr wollt. Die hat einen Oh geilen Zoom. Mann, ich will Was auch ist denn? Sommerferien haben, du Pisskopf. Ja, Kevin, dafür verdienst du schon Geld, ja? Ja, stimmt. So. Aber trotzdem will ich Sommerferien haben. 2 Wochen Ja, da, Kevin, ey. toll, Sommerferien, die will ich auch nur durchlernen können. 2 Wochen, Ich bereite super. mich anders vor als Trotzdem im kannst du Büro fürs 6 Wochen Abi. ausschlafen, ich nur 2 Wochen. 2 Wochen, Mimimi. Die habe ich übrigens schon direkt eingereicht, so nur mal sicher. Ja, Kevin, so ist halt das Arbeitsleben, ist halt nicht einfach. Gewöhn dich dran, Uli. Oh mein Gott. Wo singt schon wieder, wenn ich wieder was sage, ne? Ja. Ist aber auch ganz gut, glaube ich. Das war jetzt ein bisschen Schock, glaube ich, für die ganzen Abonnenten, die Ja, denken, daran sind what? sie nicht Ein gewöhnt. seriöser Kanal, das ist ja der Hammer, das ist ja voll nicht Mainstream. Nee, du Guck geh ich nicht mal weg mehr. damit hier, brauche ich gar nicht. Du wieder, mein Brain macht Aua hier, wenn ich Wo mir ist denn das der anhöre. Alex hin? Der Alex wird hier alles wieder besser machen. Ich weiß nicht, das wird mich jetzt, Leute, also ohne Spaß, das Jetzt sag wird mich nicht, jetzt mal schreib's in die richtig hart Kommentare, interessieren. versuch's gar Doch, nicht erst, doch, Markus. doch, doch, doch. Versuch's gar nicht Also. erst. So, Leute, du da, ja, es geht wieder los. Du da, Ich. der da Ich. gerade zuguckst, ja? Markus, du hast es Ich. so oft gesagt, das hatte ich einmal jemand geschrieben, nein, nur so nebenbei. Ich versuch's immer wieder dieselbe Taktik. Du, ja, du, genau der du da Ich. jetzt zuschuckst. Ja, du. Du schaust jetzt zu und du hast genau eine Meinung. Und du kannst natürlich jetzt sagen, du hast keine Meinung. Du hast eine Meinung Ich zu habe keine dem, was wir Meinung. hier gerade gemacht haben. Oder in den letzten Folgen gemacht haben. Ich habe Nämlich ein keine Meinung. qualitativ hochwertiges, Naja. ja, Let's Play hier. Themen, genau. So, diese Themen sind ausweitbar, aber müssen ja auch nicht. Ne? Also, ich meine, wir können ja auch den. Wir hatten zwar ein paar Folgen vorher, hatten wir ziemlich krasse Kontrabeispiele, ne, Alex? Nein, glaube ich nicht. Oh ja, also das war richtig ekelhaft und ich meine, wenn ihr so etwas öfters sehen wollt, dann schreibt es rein oder wenn ihr vielleicht ein bisschen qualitativ hoch, weil du musst ja noch nicht so exzessiv machen, wie wir das jetzt eben betrieben haben. Also halt Kontrastprogramm. Aber ich meine, wenn was euch gefällt, das würde uns gerne mal interessieren, dann könnten wir uns auch mal ein bisschen danach richten, denn es ist ja auch für nicht nur für uns, sondern auch für euch hier und wenn ihr was davon haben wollt, wenn ihr unsere Meinung zu irgendwelchen Themen wissen wollt, dann schreibt es doch einfach. Oh Gott, jetzt greife ich schon wieder vor. Boah, eigene Themen da reinschreiben, oh Gott. Ich wag mich jetzt, war du hier, ne? Ich riskiere jetzt hier dicke Hose, wa? Da kommt nachher Merkt Themen, schon. Markus, ich hatte schon. Wie findest du eigentlich Danny Wollte es Burnett? gerade sagen, Danny Burnage. Mama, das ist ja mein Lieblings-YouTuber. Das ist doch der Geile mit dem dicken Ömmel da. Nachher kommt da so Themen, Markus, wie bei, wie heißt er nochmal? Dr. Nanotrix. Alter. Meine Freundin hat mich verlassen. Jetzt bin ich mit anderen Typen zusammen und krieg keinen hoch. Mein Hund wird vom Auto überfahren und Moin. meine Mutter ist Kannst du Kreuzschnitts, wenigstens fragen, wenn du was querschnittsgelähmt. willst? Ich hab vorhin schon Ich muss den nach Holz ganzen Tag gefragt. Ich mit Brei aus der wollte nur ein bisschen Dose was haben. füttern. Was soll ich nur machen? Jetzt ist er noch in der Schule, ist mir mein Füller runtergefallen. Jetzt ist die Spitze Muss ihn verbogen, brauche einen neuen, aber ich muss das ganze aufheben. Geld für Hundefutter für meine Katze ausgeben. Was soll ich machen? Hundefutter für meine Katze. Okay, da, und das alles, ja, diese Nachricht habe ich von einem gewissen Jetzt ist Laurin. Chantal, Mandy, meine Nachbarin, auch noch schwanger geworden, Na, du. Markus. Dies, das. Ich Markus. weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil Markus. die Straße wurde jetzt auch neu Markus, gepflastert. du musst immer so weit ausführen, ne? Du musst immer so weit ausführen, ne?
Ich sag Ja, hier. ist doch eine mögliche Frage. Ich sag, Ja, was Markus. sollen wir denn darauf Ja, antworten? Ich würde sagen, diese 46. Frage, die Markus gerade vorgelesen hat, haben wir wirklich erhalten. Die haben wir von einem gewissen Ja. Laurin erhalten. Ich weiß nicht, Ja, gewissen kennst du Laurin, den? der Laurin, der Sack. Ja. Der wollte uns mal wieder auf die Probe stellen. Welche Und ich sag Frage? nur, dies, das, Ananas. Das ist meine Antwort. Genau, damit haben wir die Frage auch geklärt. Nein, Ja. sondern Rosetta, sagst du? Alles ruhig. Oh, Markus, Alex. Markus, wir sind schockiert. Alex, du bist auch so eine Analsonde, ey. Ah. Sag mal, wie lange kann eigentlich ein Strip mein werden? Ich sage, ey, Papa, mach die Augen auf. Aha. Wie lange kann Alex eigentlich noch so bei der Scheiße labern? Oh, Das geht Kevin, ich habe einen ewig. Tunnelblick. Ich glaube, ich sehe am Ende des Tunnels ein Licht. Kann nicht sein. Doch. Ach, stehe ich da etwa mit meinem Und am Heiligenschein? Ende des Tunnels steht ein Steht Haus ein am Haus am See. See. Natürlich. Orangebraune Blätter liegen auf dem Weg. Und am Ende der Straße liegt ein totes Reh. Ich hab's überfahren, es tat ihm gar nicht weh. Oh mein Auf die Fresse. 320. Doch mein Lack sagt oh weh. Die Stoßstange ist verbogen. Deutsch Ich Skills kann over es sehen. 9000. Digga, Deutsch Tut mir Skills leid, dass over ich mich jetzt Aua 9000, gemacht habe, ey. aber manchmal muss man auch durch die tiefen Sümpfe des Deutschen. Alter, ist der Scheißtrip meinen Gang lang, ey. Scheiße. Ja, die Sümpfe. Oh. Mit Strümpfen durch die Sümpfe? Nee. Nee. Der war jetzt nicht. Komm, jetzt rein mal irgendwas hier, komm. Wir brauchen jetzt was. Alter, ist der Scheißgang lang, ey. Gibt es nicht irgend so eine Beam-Funktion? Alter, ohne Spaß, ich verbrauche meine. Ohne Scheiß, ich habe jetzt schon die Hälfte meiner ganzen Nahrung verbraucht, nur um den Gang jetzt entlang Habe zu ich laufen. eben auch, als Am ich im Ende. Nähter war. Habe ich eben auch, als ich im Nähter war. Ja, Markus, wenn du nur zwei Sachen mit hast, ist das nicht unbedingt, ne? Alter, ich habe gleich. Ey, ohne Spaß, ich mache mich gar komplett leer hier mit Futter. Ja, ich sehe die Treppe. Oh Gott. Ja, das gibt's ja gar nicht, ey. Ich habe 15 Diamanten, Mann. Das ist doch mal eine Ausbeute. Ein Ding. Oder was sagt ihr? Ist doch mal eine geile Ausbeute, oder nicht? Komm mal ein Naja, Ding. naja. Kann auch sehr viel, finde ich. Persönlich kann das recht viel. So, lass mal schön was Komm mal snacken ein hier. Ding. Wollt ihr eigentlich, dass der Kevin noch aufnimmt? Schreibt es in die Kommentare. Ja, wohl nicht. Es gibt auch andere interessante Ansichten. Meine, yay! Ein Knöpfel nicht hochzuhören, das zählt nicht. Natürlich hat das jetzt. Was? Alter, wie viele Kühe habe ich denn, ey? Das ist ja Alex hat aber Hammergeil. sowas ähnliches wie Internetleitung. Ist das eigentlich Inzest, wenn ich hier die Kühe immer selber fütter? Ja, die Fragen des Lebens, so Leute. Prinzipiell Ja, schon, komm, also. du machst hier nochmal Liebe mit dem hier, du machst noch Liebe mit dem. Das ist wie Assi TV hier, komm. Ey, Chantal hat mit dem Mandy hier mal wieder gemacht, ey. Ey, jetzt habt ihr meine Beziehung mit der anderen, ey, ich glaube nicht. Scheiße. Das ist Wir wie müssen Assi das wieder TV. haben. Wer haut noch so, wer ist von solchen Dingern raus, ey? Oh Mann, ey. Oh Warte, ich. nein! Oh nein! Oh nein! Oh Oh, Gott. Alter. Wie geil. Weiß mal, Mohrrüben pflücken, sagst Oh nein, ich hab kein du? Holz Oh mehr. nein! Oh, ja, das war jetzt nicht so Umla. gay. Sergej? Ja. Sehr gay, ja. Oh, Carlos, oh. Alter. Oh Gott. Alter. Um schlafen? Nein. Ist doch noch gar nicht Nacht, Kevin. Ist doch erst Nacht. Komm mal raus. Nein. Kevin, Oh was kannst du eigentlich? nein! Okay, warte mal. Dann glaub ihm kurz, Alex. Straße steht ein Haus am See. Ich habe eben nochmal voll aufnehmen lassen, das Skrillex-Album angehört. Also. Oh ja, Strange ist mein Ich. Lieblingsmusiktitel, meine Oh, Freunde. die Namen achte ich nicht so, aber das habe ich, weil ich meinte in der Playlist einfach alle nacheinander, oder? Aber es kommt jedenfalls einiges. Viele gute dabei. Aber Skrillex ist einfach ein Gott, wie du vorhin schon Ja, sagtest. Skrillex ist eh Dubstep. Gott, Kevin, lass mal pennen gehen. Guter. Ne, ich muss noch kurz ab, weil Alex Ruheblende nehmen. Wie lange brauchst du denn, bis du noch da bist? So, Alex Ruhe ist leer. Kann ich kommen. Ja, ist gut. Nein, Spaß. So, meine Schweinchen, na? Na, ihr was wollt? Ja, du kriegst. Ja, ihr müsst da gar nicht so drängen. Ihr kriegt alle was, ja? Du kriegst was. Du kriegst was. Und du kriegst auch noch was, ja! Ja, verwehrt euch! Ja, ist gut. Alter. Und können wir wieder Folgen anfangen, ja? Wieso?
Ja, danke, Maros. Da liefere ich ihm immer so Steilvorlagen, ja. Das macht es alles viel einfacher. Ja, scheiße. Da hast du mal nichts. Ja, ist halt langweilig, ne, So, wenn man lieg hier im Bett, nur. Maros. Ja, ich auch. Du auch? Ah, ich verpiss dich. Bin zwar in meinem Haus, aber ich bin zwar in meinem Haus, ne, aber ich So, habe keinen Alex, komm Bock. wieder ran. Markus, ich war zwar in meinem Haus, aber ich hatte keinen Bock. So, meine Freunde, jetzt ist mal hart gekräftet hier. 10:45 schon? Alter, geil. Ja, ne? Wenn wir aufnehmen, dann richtig, du. Kann mich wieder voll, das ist ja noch länger als letztes Mal, oder? Oh, muss ich wieder durchschneiden. Letztes Mal waren es 3,5, jetzt Na, wo ich sind's. zocke mit eh nur Infamous, dann kann ich auch hochladen. Obwohl, heute Nacht zocke ich, glaube ich, noch keinen Infamous, Marus. Weil ich habe jetzt AC3 fast durch, wegen noch die letzten zwei Sequenzen zu Ende spiele. Ruf zu den Waffen. Ne, Marus? Ja, was denn? Wegen noch die letzten zwei AC3 Sequenzen spielen gleich. Alex, ich geh mal verzaubern, Dann wa? schiebe ich wieder eh Mach viel wa? mehr. Mach mal. Wa? Mach mal. Wa? Was da What? Was ist los? so what? Alex, du hast eine Ey, Zauberbude hier, Markus, ich ne? sehe dich. Hey, ich sehe Markus. Ja. Ah. Oh, Kevin, ich muss mal gleich da oben deine geile Bude besuchen, komm. Sag mal, brennt die eigentlich? Nein. Also, jetzt hab ich schon so einen geilen Weg gebaut und jetzt laufe ich trotzdem noch oben lang, ey. Ich bin so. Ja, geil ist der nicht, aber Also, das ich sag mal Wasser so. brennt die Eigentlich eigentlich? brennt die Total nicht. scheiße. Eigentlich nicht. Also, die ist aus Eigentlich Holz, nicht. also eigentlich brennt sie schon. Eigentlich sollte sie gerade nicht brennen. Weil das, sagen wir mal, Aber theoretisch, sie nur würde. theoretisch, Kevin. Sagen wir mal, da wird jetzt ein. Ja, ich war in dein Haus gebaut. Ich laufe schon wieder voll in die falsche Richtung. Alter, hä? Wieso laufe ich denn Richtung Wald? Was ist denn hier los, Alter? Oh, Sie sollten Scheiße. nicht reden und laufen, da kann nichts draus werden. Ne, reden und laufen mache ich schon Aua, mal vor scheiße. damit. Das ist schon zu viel. Hä? Was ist denn, Kevin? Reden und laufen ist für dich schon zu viel, sag ich. Ja, schon. Ich den Nackenkommando. Ey. Hallo, Und, na, Mama. und nach der Bier werde ich dann zu Rambo. Stirnacken-Kommando, Stirnacken-Kommando. Und Aslaks, Nutten können wir nichts anhaben, denn ich gehe nur in Clubs, wo Nutten nichts Nee, die Nutten können wir nichts anhaben. anhaben, ich gehe nur in Clubs, wo Nutten nichts anhaben. Oh, Alter, episch, Ey! ey. Ey, ja, genau. Ey! Oh, so Aber Markus, schlecht, wolltest du ey. nicht ursprünglich zu mir? Ja, Alex, wo bist du denn? Berate. Wetten, ich laufe in die voll falsche Richtung. Alex ist Wahrscheinlich. bestimmt bei deinen Truhen. Warte, ich muss erst gucken. Nein, ich will nicht zu Er Alex wollte ja persönlich, ich will nur sein verzaubern. Haus ausnutzen. Alex, ich weiß, wo dein Haus ist. 80, 130, Markus. Ja, 80, 80, 130. 130, das ist mein Bizeps hier. So, warte mal. Ja, das ganze Fett, was da so runterhängt, ist schon ein bisschen lang, Ich ne? schleife mit den Armen auf den Boden. Fehltrainiert, Fehltrainiert, wa? 130 Kilo Arme, Junge. Dann machst du Rambo. Gott. Ey. Ey. Rambo. Ey. Ey, Markus, Falsch bist du das trainiert oder und ist es nein, wir haben Kevin? während der Aufnahmepause Ey. nichts getrunken. Alter, Mann, ich kann nicht mehr laufen. Muss ein paar Hühner snacken hier. Ah, gut, Wo das ist rennst du denn gerade hin, okay. Markus? Alex, das ist eine Kuh. Eine Kuh. Hort ne, eine Kuh. No. Das ist eine Kuh ausgebüxt hier. Ich weiß. Ich bin Der ist schon eine Level Hu ausgebüxt. 37. Was sagst du Der ist dazu, eine mein Hu Geiler? ausgebüxt und Level 26. Boah, hi, Alex. Na, guten Tag. Da ist die Treppe. Ist Ja, eine gut. Hu Die Treppe. ausgebüxt? Ein Hu. Ja, Hort ne, ein Eine Hu, Hu. ja. Ach, warte mal. Ich glaube, wir sollten das Bam, langsam. Junge. Rückstoß 2, ja, das ist doch wenigstens mal was Sinnvolles erst. Naja. Mensch, Mensch. Ehrlich, irgendwas nichts bringt. Alter, wieso zieh ich mir so einen Ranz, Alter? Das ist ja ohne Scheiß. Du wirst gar nicht hier die Kuh über die halbe Map ballern. Easy Peasy. Zack! Und die stirbt doch nicht mal. Alter. Mama! Ja, sag an, ich hab Rückenschmerzen. Valerie! Warum bann ich denn die Shader nicht wieder an hier? Oh, wieder da. Alter, ey. Oh Mann, Ohne ey. Spaß, ey. Oh ne, Anstoß Spaß, 2. Alter. Oh fuck, Mann. Oh. Oh, Scheiße, ich. Nee. Okay, was hat denn hier? Das sieht ja noch recht gemütlich aus. Ich ach, Kann mal, nicht sein. ich habe Kevin, noch. das sieht Ich gut aus. hab mir gerade ein bisschen gelost von den Golden, Markus. Was meinst du, ne?
Aber Markus, ich nutze es nur dezent, wie du hier siehst, weil hier sonst habe ich aber kein Licht, sonst spawnen hier Viecher. Und außerdem, Markus, du Schaut hast ja ziemlich fast. schlecht aus. Und Aber wir ich gehen mal würde einen farmen, ne? Glasboden machen. Hey, du hast da noch eine zweite Etage? Ach, da geht's hoch auf die Brücke. Kevin, 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 Ja, ich bin Kevin, unten. Kevin, 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 Der Kevin, ist Kevin, unten. Kevin, 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 Unten, Kevin, Kevin, Markus. Kevin, 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 Was Kevin, ist los Kevin, mit Kevin, mir? Kevin, 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 Penny, Kevin, Penny, Kevin, Kevin, Penny, Penny, Kevin, Penny, Kevin, Penny, Kevin, Penny, Kevin, Penny. Kevin, Ich Kevin, beende die Kevin, Kevin, Aufnahme. Kevin, Kevin. Geht doch. Wie gesagt. Ich beende die Aufnahme, wenn ihr weiter nervt. Markus, wo bist Kevin, wie du? geht's denn Kevin, hier Kevin. runter? Ich verstehe das Ja, alles die nicht. Leiter. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ach, da ist eine Leiter. Da bist du eben schon hochgegangen. Hey, du hast zwei Stockwerke. Die sehen dann komplett gleich aus, Kevin. Es werden ja noch mehr. Kevin, 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 Kevin. Nimm das verrottete Fleisch. Nee, ich hab volles Inventar fast. Ach, da geht noch was, Wasser. Aber Markus, das geht noch ein Stockwerk in Ordnung jetzt. Also Kevin, ein Stockwerk geht auf wieso jeden liegt da Fall eigentlich noch. Fleisch bei dir in der Ecke? Kannst du mir das mal erklären? Kannst du mir dein Zimmer aufräumen hier? Wer baut dir die Leiter ab? So, wer da? Markus? Hast du gerade die Leiter abgebaut? Nein, ich war AFK. Wieso liegt da Rindfleisch in der Ecke? Das war die nicht. Können auch gar nicht aufheben. Tja, Ach, da Inventar ist lohnt voll. sich wieder das Inventar ist Hammer, voll. die Snack hier. Alex, hast du Unsichtbarkeitstränke? Aber. Ich, was? Nein, warum? Weiß ich nicht. Jetzt gehe ich nochmal Oh, durch den Markus, du geilen hast 13 Diamanten? Glowstone-Tunnel. Du hast 13 Diamanten, gib ihn her. Oh, der ist so gut. So Du hast. sinnvoll. Ey, Markus, du hast einen Grasblock, geil. Ein Grasblock. Günther Grasblock. Oh. Oh Mann, ey. Mann, Geh mal Panzer Markus, ey. Qualitätsoffensive. Hey Alex, guck mal, Rückschusswert. Oh. Hey, Wer guck mal, hat's dir der fliegt doch gebracht? nicht mal einen Block. Was ist das denn? Alter! Wieso gibt's so einen Scheiß eigentlich? Ohne Spaß, ey. Das kannst du da gleich in die Tonne kloppen, ey, das Ding. So, liebe Hühner, jetzt wird wieder, jetzt wisst ihr, was für eine Zeit hier ist. Inzestzuchtzeit hier, jetzt wird wieder Gangbang gemacht hier. So, ich will was sehen hier heute Abend. Die Chicks, lass mal tanzen hier. Los geht's hier. Ran an den Speck. Die Hühner Boah, sind ja, ihr rechts, guckt ne? wieder so rallig hier. Kommt her. Ihr wollt's doch alle. Alle miteinander hier. Eigentlich geile Hühner, ey. Oh Mann, ey. Ich muss hier eigentlich so ein Lied vom Chefkoch einblenden hier. Wer? Hey, ja, von South Park. Ach Wo so. alle müssen miteinander hier. Zack, 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 jeder mit jedem hier. Nachzucht hier, jetzt gibt's so Shit, jo. Na, jetzt herrscht gleich Zucht und Ordnung hier. Zack, 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 zack. Das ist ja voll das Gangbang hier. Oh Mann. Tja, für die Chicks hat er keine Samen mehr, du. Ich habe immer genug Samen für die Chicks, ey. Markus besagt ja alle. Jetzt reicht's Markus dann, ist eine okay. eigene Samenbank, du. Oh. Die Lache. Moment, hab ich nicht gezählt. Eins, zwei, drei. Also noch einmal meinen Samen erntest, er. Alex, weg von meinen Samen! Jetzt kriegst du mit meinem absolut dunstlosen Rückschussschwert zu tun. Oh, herrlich. Alter, das ist mein Weizen. Was? Alex? Bodybabam Ja, bam. er guckt die ganze Zeit meinen Weizen an, er. Er scharf auf meine Samen. Banner, Alex, du sagst sollst wegbleiben, er. Alex, Finger weg von anderen Leute Samen. Ja. Die Samen Markus, ich ausschließlich baue. für meine Chicks. Markus, ich baue noch eine dritte Etage, wenn hoch raus hier. Ja, Kevin, du machst mir noch alles nach, ey. Ja, na Ja. ja. Kevin denkt, der wäre rich und baut sich so ein Burj Al Sharif dahin. Was? Ich weiß nicht mehr. In so eine Ich Gammeltür. wusste gar nicht, dass Kevin Terrorist werden will. So, ich habe 64 Samen, jetzt ist mal fuck, das ist alles besamt hier wieder. Starke Aussprache, aber auch Bruder kann schon liefern. Burj Al Sharif, keine Ahnung.
Ja, es kann schon besser sein. Also Und Bululalarif. Aljasif. Ja. Bululalabu. Sief! Sief! Irgendwas mit Sief war das. Mann, ich fall schon wieder in die Lücke, ey. Badibabam. Bam, bam, bam. Falsches Loch, sagst du? Okay. Ich hab ja gestern wieder SpongeBob Gunshot gehört, ne? Weißt du, Gunshot? SpongeBob Gunshot, straight aus dem Ach, Bikini. Gunshot, straight aus dem Bikini gezogen, Ja, ihr ihr Schwanzlutscher. Schwanzlutscher. Jetzt mal ohne übertriebenen Patzer vors Gelaber. Da geht's Das noch ist her. schlecht, ne? Ohne Nein, Spaß. der Text. Kevin Du Penn bist gehen. ein Putzlappen, wie alte Handtücher? Deine Mutter will gebankt werden, Schwamm drüber. In die Schule lappen, sonst werde ich zum Massenmörder. Wie geht's nochmal weiter? Was kann da noch? Was kommt richtig geil aus danach? So, pennen gehen, Leute. Ab in die Haya-Bubu hier. Das ist unpassend. SpongeBob, kannst du noch mal schnell rappen? Nö. So, ich hol mal kurz das Trinken, komm, ich will. Buddy Babam. So, wir zurücklaufen hier. At home. Zu meinen Homies. Markus ist jetzt aber, jetzt hat er wieder seine Phase, ne? Kommt immer ein bisschen später. Er ist ein bisschen, ne? Besser später als nie. Das ist eine richtig geile Idee, die ich gerade habe, ne? Das ist besser als Busch Al-Khalif. Ich muss einmal googeln, wie es richtig ausgesprochen wird. Irgendwie so, aber. Seid ihr gerade beide schlafen? Wenn ja, ich wäre gehe gerade schön. ins Wir müssen Bett. nur kurz ausloggen. Bin im Bett. Ich hoffe, Marius liegt im Bett. Mal gucken. Ich glaube auch. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja. Hat sich einloggen. Da ist wieder Tag. So, wieder da. Oh, habt ihr geschafft zu pennen? Ja. Ja, last minute. Und ich würde sagen, jetzt Marius letzter Tag. Also in 10 Minuten ist dann Schluss, ne? Ist das 0 Uhr gleich? Jo. Also wenn wir nachts Nein, Markus auf. Ist. Jetzt gerade ist Markus so schön lustig drauf. Jetzt nö. Hallo Creeper. Na? Willst du dir aber mit meinem Rückschussschwert anlegen? Komm her. Ja. Ja, jetzt ist er doch die große Map geballert hier. Bats, Junge. Oh, das ist gedrückt, ja echt. Ja. Du willst es. Oh. Er sagt, gib es mir noch einmal und ich sag, BAM, Junge, voll in die Fresse, ey. Max Monster ja, dann haut er erstmal einen Monsterjäger, ey. Ich schmeck das Blut, ey. Ich will mehr. Scheiße. So. Los, wachs schneller, Digga, ihr ich bin in die falsche Richtung zurück, fuck. Ich scheiß Mongos, ey. So, jetzt wird wieder besamt. Mal gucken, was alles geklappt ist hier. Komm, die Hühner, die können auch noch ein bisschen Samen vertragen hier. Ja, ihr guckt schon ganz. Können Samen entgegennehmen. Sind schon ganz süchtig hier. Die gucken schon alle hier so. Oh, da kommen sie alle her und. Einer nach dem anderen hier. Volles Inferno hier. Ich mach sie alle. Ich mach die ganzen. Oh. So. Den ganzen Stack erstmal verballert, ey. Die können wir einfach nicht genug kriegen. Badibabam, bam, bam. Also wer sie nicht kennt, musst du kennen. Machst du hier, ne, Marus? Oh ja. Oh ja. Oh ja, ja, ja. Oh. Alter, immer wenn es im Radio kommt, ich sitze im Büro und ich muss auch voll anfangen zu grinden. Und wenn ich, wenn ich Lenz, wo Lenz auch gefragt, ich anfangen. Lenz, meistens kommt ja hier das mit St. Pauli, sein neues, ne? Aber hier, ja. wenn nochmal Old Johnny kommt, dann muss ich mal anfangen zu lachen. Meine Mitarbeiter verstehen mal nicht warum. Oh ja, oh ja, Old Johnny. Ja. Oh ja, ja, ja. Und auf St. Pauli brennt noch Licht. Was? Ja, sein neues. Okay, soll ich mir noch eine Spitzhacke bauen aus Diamanten oder was? Oder soll ich mir du noch einen geilen Diamanten bauen? 13. Du hast doch 13, da ist doch was übrig. Ich meine, ja, ich habe nur 13. Ja, ja. Sag ich doch, das war 13. Alex, du bist so ein Mongo. Kannst du. Ach, jetzt wieder gemacht.
Der hat alle meine Diamanten auseinander gemacht in der Truhe. Jetzt kann ich alle wieder zusammenstecken hier. Wow, ist das so schwer. Ja, das war jetzt sehr schwer gerade. So, aber eine Spitzhacke, sagst du? Oh, ne, ich brauche meinen Helm. Wie baut man sich nochmal einen Helm? Wenn ich das wüsste. Das ist eine gute Hab's Frage, wa? schon. Ich baue es mal Oh, kurz ab, nochmal Markus, du hier. bist Moment, mal kurz. empfindlicher, als ich denke. Sieht ja scheiße aus in dem Skin. So, Hast recht, wieder da. Goldhelm ist viel besser. So, habe ich jetzt noch Holz? Habe ich noch Holz? Nein, natürlich habe ich kein Holz. Ja, du Warum hast kein auch? Holz mehr vor der Hütte. Kann ich den ganzen Weg hochladen? So. Also ich habe so viel Holz dafür Also verballert, ne? dann. Aber Kevin. Ja. Tore bestellt mir da schon was Schönes. Wann, wie, wo, wer? Morgen, Tore. Wo? Bestellt mir da schon was Schönes. Wo denn? Errate mal, wo sind wir morgen Abend? Gegen 9. Ach so. Ach, da wurde ich angerufen wegen Karten. Stimmt, ja. Ja, Ich wollte wieso ich. das? Alex, Wieso machst du denkt nichts ihr eigentlich? Illegales, oder? Wollte ich mir gerade machen. Alex, du machst doch nichts Illegales, oder? Ich nein. Ich glaube, hier ein paar Abonnenten sind ziemlich erschreckt jetzt darüber, so etwas aus deinem Munde zu hören. Was meinst du denn? Sie lechzen nach einer Erklärung. Meinst du ins Kino gehen? Glaube ich Oh, nicht. schlimm. Ja, wie Nein, ihr cool wisst ist ihr ganz denn noch? genau, was ich meine. Weiß ich auch, aber ich will ja nicht genau drauf. Ich muss sagen, ich nicht. So. Jetzt Nachbar hören wir auf, ne? Was wollte ich jetzt machen? Du wolltest ja auch was bestellen. Auf Toros Kosten. Ja, das geht immer, ne? Ja. Ja auch. Ich wollte noch niemals. Wahrscheinlich sogar noch selber bezahlen. In New York, Rio, Rosenheim. Ich krieg sie Oh alle Mann. klein. Pff. Jetzt ist Markus wieder drin. Hey, guck mal, hammergeil. Die Spitzhacke sieht in dem Dings, eine Diamantspitzhacke sieht in dem Nein! Skin voll nett aus. Na, und Level war ich eh nicht, weil ich erst verzaubert habe, aber. Okay. Mich voll schreckt. Ärgerlich, ne? Findest du nicht? Findest du nicht, dass das trotzdem so ein bisschen ärgerlich ist? Du hast schon ein bisschen Mongolid, ne, Kevin? Wa? Alter, das Wasser hier unten ist jetzt pechschwarz. Wie geil ist das noch so ein schöner Mod? Ja, wenigstens kommst du ein bisschen runter von deinem Hohn. Ich hätte noch ein paar Eier. Lass sie mal platzen. Alter, von der Riesenhütte ich da oben schon stehen habe. Meine ist größer, Kevin. Ja, meine ist noch. Ich hab gleich mal 40 Stockwerke, Und Markus. mein Nähr ist am größten. Und nach unten kommen jetzt noch zwei weitere Stockwerke und nach oben kommen auch noch welche, Markus. Dann ist Markus Ding immer noch größer, das weißt du. Das ist mir egal. Denn auf St. Pauli brennt noch Licht. Ne, also. Boah, Leute. Ich hoffe, ich gehe jetzt in die richtige. Was sagt der Sonnenstand? Die Hälfte des Tages ist um, ja, dann mache ich noch etwas. Ich glaube, Boah, genau will das das ist denn alles mein. schneiden, ey? Okay, hast du Zeit? Ja, wo hab ich denn Zeit? Eins, zwei, drei. Supergeil. Eins, Das noch zwei, gar drei. nicht. Spitzhackenbaum mit Markus. Eins, zwei. So. Zack. Das ist Spitzhacktainment. Das war gewitzt, ein gewitzter Schachzug von mir, jetzt diese Ah, beiden ich hab's Hölzchen da in die zurückgefunden. Mitte zu tun. Markus, dein Feld sieht ja auch scheiße aus, ne? Wenn da diese Man sieht auch ganzen scheiße Erdblöcke. aus. Hä? Wenn Wie sieht mein Feld scheiße aus? Das ist voller China-Feld, er mitten in so einer Ey, guck das Salzwüste. mal. Guck das mal an. Mega Sind noch geilon. solche ganzen Dinger da. Alex, mega geil. Du kannst Markus nicht widersprechen. Ja, ich weiß, ich muss eine, ja. Ja. Ist ja gut, Alex. Ich baue da jetzt eine Kiste hin, eine Holzkiste. Du kannst dich mal von meinen Truhen verpissen. Geht das wieder Jetzt. los? Alter, boah, Alex, du bist so ein Mongo. Der entsteckt bei mir scheiß Eier und scheiß Diamanten, ey. Das. Nur ein Krüppel, ey. Was mich echt wundert, dass meine Festplatte noch nicht voll ist.
Ja, Kevin merkt jetzt, dass er nach 2 Stunden gar nicht aufnimmt. Nee, nee, ist ein Rotital. Oh. Bis die Folgen hier schon rausgekommen sind, schon 1000 Abos, ey. So viel wir aufgenommen haben. Alle Leute, ihr wisst ja, wenn wir schnell 1000 Abos haben, liken, abonnieren, favorisieren. Ne, aber wenn ihr Wenn ihr das. irgendwelche Fragen habt, ne, irgendwie Erstmal liken, liken. abonnieren. Ist ein Insider. Wenn ihr Fragen habt, erstmal liken. Oh, episch, ey. Oh, die so Das viele liken, lieben. bevor wir anfangen zu lachen, ne? Oh, ich habe bald eine Hühner-Eskalation hier. Ach du auch. Von dem Rest Ja, der Session exponentielle heute Vermehrung, ne? werde ich mit Oh, Küchen. Holz Kü farmen. Kühe können auch schon wieder alle hier. Sind alle begierig. Alle reif und rallig sind die alle hier. Willig und billig. Den kann ich noch nicht. Der Wolkenpatch kam noch nicht, oder Markus? Ja? Weil die Wolken sind immer noch eckig, oder? Was für ein Wolkenpatch? Ja, beim Shader-Mod. Sind die Wolken immer noch eckig, oder? Ich weiß es nicht, Ich, Kevin. hast du Wolkenaussage? Ich weiß es nicht, Kevin. Hä, guck doch in den Himmel! Ich kann nicht alles wissen, Kevin. Markus, mal ehrlich, jetzt guck mal Lass mit in mal den ein bisschen Himmel. Schweine züchten hier. Markus, guck mal in den Himmel. Sind Oh, da ah, Wolken bei dir? Markus. Oink, oink, Markus? oink. Ja. Markus, Mach da antwort doch Gott. mal! Meine Ich bin in der Fresse. Bude, Mann. Ja, du weißt auch, bei dir Markus. Wolken sind. Bist du oft genug schon draußen gewesen? Markus, Ja, Markus, bei mir sind Markus, Markus, Kastenwolken. Markus, ja, Markus, okay, wolltest du Markus, wissen, weil Markus, ich hab Wolken ganz ausgemacht, die Markus, Kastenwolken gehen Markus. auf den Ja, was Keks, denn, Markus, Alex? Markus, Markus. Hier, Erntefarm ist fast fertig. Nächste Aufnahme, dann kann ich dir was abgeben. Ja. Ja. Besprochen. Also ich bin gerade dabei, mir so eine Mega-Mega-Farm hier aufzubauen mit so ganz extrem vielen Kühen und so extrem vielen Schweinen und so richtige Schweinerei wird das, ey. Oh. Ja, Markus, dann so. Ich glaube, Ganz ich so, ich klar. glaube, wir haben schon lange. Die Sonne geht unter, Schluss Ich für heute. glaube, wir haben schon lange Folge 100 überschritten, ne? Echt? Locker bei 115. Locker. Hey. Aber das 15 sind wir 100 locker. Special, weiß ich nicht. Kam da was oder kam da nichts? Danke erstmal für 300 Abonnenten, meine Freunde. Ja, auf jeden Fall. Danke erstmal für Oder mit keinem 325 einzigen Video. Abonnenten. Dreihundert Naja, was? bis das Video kommt, haben wir schon 350, wenn es weitergeht. Weißt du was? Ich sage, ich wette. 354. 354 zu diesem Video. Aber jetzt traurig, wenn nicht, Ich ne? wette 500 zur Gamescom. 500 zu Gamescom. Mindestens. Alter. Wann ist die Game Show nochmal? Ich hoffe 1000 bis Ende des Jahres. Boah. Ja, Kevin, du hast zu hohe Ansprüche. Also Leute, liken, abonnieren, favorisieren hier, Und ne? teilen, ganz wichtig, mit auch eure Freunde und abonnieren können. Du Ne? sagst euren Freunden, ey, guck mal, ich kenne da so ein paar Mongos. Die springen die ganze Zeit von Truhe zu Truhe und reden dabei, dass sie liken, abonnieren und favorisieren sollen. Ey, komm, die kann man doch weiterempfehlen, oder nicht? Sympathisch, nett, qualifiziert, ne, Alex? Mal doch. Immer bei der Sag mal, Sache. Markus, wie du sprichst denn da zufällig den Alex an? Naja, man muss ja alle Schichten der Gesellschaft in einem Video. Aldi, Schwarzmarkt. Ja. Oh, Kevin. Das neue Bild von Alberto. Aldi, Ah! Aldi-Markt. Aldi Schwarzmarkt. Da war ein Creeper. Alter, mich erschreckt, ey. Hab ich mich erschreckt, Alter. Das war Also richtig Kevin erschreckt. fiel aus zu großer Höhe, meine Freunde. Ich geh mal gucken. Alter, Oh, schon hast du wieder gehört, wie ich mich geil. erschreckt habe? Ich hab das Knallen gehört. Ja, auch mich. Oh! Nö. Alter, mich erschreckt. Hab ich mich erschreckt, Alter. Das ist doch nur ein Scherz, ey. Hallo Hab ich mich richtig. Ladies, hier. Die Sonne ist untergegangen. Ist vorbei. Kevin ist gerade in die Luft geflogen. Kevin, was ist los? Was? Ist okay? Ja, klar. Ich hab das Knallen gehört, ich bin sofort hier hingekommen. Ja, ist nett. Hab ich mich erschreckt, ey. Wo bist du denn in die Luft geflogen? Ach, da ist ein schönes Loch. Ja. Ja, will ich mal mehr ausleuchten, wa? Ja, die war gerade noch im Bau. Im Bau. Im Bau. Ah, und du denkst immer noch, dass dieser Glowstone-Tunnel nicht übertrieben war? Nein. So, eine Dispatchin hier.
nein. Das geht gar nicht mehr, stimmt, die haben die rausgepatcht, die Clowns. Hm? Bis bald mal. Ja, nein. So. Hey. Ja. Ich darf noch mal kurz ins Bettchen legen. So, dann gehen wir noch mal raus und machen mal einen Moment. Game Mode 1. Marus, komm mit. Boah, Alex, stoßt dich nicht die ganze Zeit an. Alex, mach das nicht. Ich hab diese Spitzhacke in der Hand. Marus, komm raus. Okay, jetzt habe ich jetzt kein Fliegen. Ja! Wir machen mal schön Abschluss. Frei! Okay. Alter, flieg mal hier hoch, Kevin, wie geil die Treppe aussieht. Wo bist du denn? Höher. Höher. Gib Gummi, ich bin genau über dir. Achso. Gib Gummi. Alter. Wie geil. Guck, wie so eine Rutschbahn hier. So. Das müssen wir auch nochmal bauen, so eine riesig lange Wasserrutsche oder so. Was soll das hier eigentlich werden, Kevin? Was denn? Ein Kran oder was soll das sein? Das Tore. Ja, was ist das denn für ein... Weiß das nicht, Haus? Weiß nicht, was es werden soll alles. Ist das fertig hier schon? Ich denke mal schon. Was ist das denn? Weiß ich nicht, das ist noch ein Bau. Sieht aus, wäre es noch ein Bau. Hier oben ist eine Truhe? Hä? Na gut, ich würde sagen, Marus, machen wir Schluss, ne? Kannst du noch mit mir kommen, Jeden? Wo bist du denn? Da. Ja, schönes Abschlussbild noch. Willst du nicht mein Haus nochmal zum Abschluss zeigen? Kann ich machen. Ja, ich habe auf jeden Fall gut geschafft. Ja, guck mal hier. Von außen mein Haus nochmal. Wunderbar. Jo. Ah, guck mal, jetzt in meinem noch davor. Guck mal, meinem hinteren Teil. Oh, sieht schon gut aus. Na, noch hier, guck mal, mit dem, boah, guck mal, wie geil das aussieht hier. Das wäre schon fast Thumbnail. Richtig, hier. Von hier, ne? Ja, hier so stehst du, guck mal. Denke, da hinten, guck mal, da siehst du sogar Alex' Bude noch im Hintergrund, guck mal. Boah, wenn ich hier hinstellst, wo ich genau stehe. Ja. Na gut, dann denke ich mal, mit diesem Abschlussbild verabschieden wir uns aus der aktuellen Aufnahmesession. Wir sehen uns, Wir sehen uns hier übermorgen. Bis dahin, Leute, haut rein und tschüss. Jo. Tschüss. Immer schön Uncharted gucken. Tschüss. So ein Mongo.